habt ihr auf der ganzen Welt so ein großes Häufchen Elend gesehen als wie mich? So ein arm Sau? So ein arm Wutzsche? Damit beginnt das Stück Wasch mich fürs Traum oder Der König von Frankfurt. Dass wir hier spielen im Hof der Höchster Porzellanmanufaktur. Ich bin schon in Kostüm und Maske des Waschmichels. Wir spielen 3,5 Wochen, 22 Vorstellungen. Und bis jetzt, wir haben Halbzeit, ist das Festival so gut wie ausverkauft. Das ist sensationell. Damit haben wir gar nicht gerechnet, dass nach 2 Jahren Pause so eine große Nachfrage besteht. Aber wir haben hier unseren Spaß. Und ich kann Ihnen jetzt ein bisschen den Backstage-Bereich zeigen und unsere Kostüm- und Maskenabteilung. Das Stück spielt ja zunächst mal in ärmlichsten Verhältnissen und nachher in einem Palais von Frankfurter Patriziern. Und da sieht man hinten schon den Wolkenstor, der dann nachher zack runterfällt und die Bühne in einen prachtvollen Salon verwandelt. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Das ist der Pranger, an den der Waschmichel nachher, wo der eingeschlossen wird, der arme Kerl. Ein ganz wichtiges Requisit, dieser Stock, genannt Herbert, mit dem die Frau vom Waschmichel ihm das Leben schwer macht. Und hier hängen schon Kostüme bereit, die Kollegen dann nachher in schnellen Wechseln während des Stückes anziehen. Und das sind ganz prachtvolle, tolle Barockkostüme, die wir in einer eigenen Schneiderei herstellen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Barock am Main Festivals, die prachtvolle Ausstattung. Sonst ist der Rahmen ja ganz einfach. Aber die Kostüme und die Maske und die Perücken, die sind sehr besonders. Und die Perücken schauen wir uns als nächstes an. In diesem Container ist die Maske untergebracht, der einzige Raum, der eine kleine Klimaanlage hat. Deswegen sitzen alle sehr gerne in der Maske. Da sitzt die Kollegin Uli Kienbach, die meine Frau spielt. Den Stock habe ich Ihnen gerade gezeigt. Sie benutzt ihn, um mich zu prügeln. Sind die tollen Perücken, die die Patrizia, die Frankfurter High Society, trägt. Wahre Türme. Der ist besonders schön, dieser Turm. Den trägt die Madame Bimbernel. Und jetzt gucken Sie mich an. Den Waschmichel, was ich für Haare habe. Später bekomme ich eine, als wenn ich König von Frankfurt werde, bekomme ich eine unglaubliche Perücke, die zeige ich als nächstes. Das ist dieses unglaubliche Teil, das ich dann trage. Sehr prachtvoll, total schräg. Der Waschmichel, das Stück von Waschmichels Traum oder Der König von Frankfurt, das wir hier auf dieser Bühne vor der Höchster Porzellanmanufaktur spielen.